Alter. Und öffnen. Oh ja, Jahrmärkte, das gibt's auch nur in Amerika. Oder gibt's in Deutschland auch einen Jahrmarkt? Ich glaube nicht. Hat ein Jahrmarkt überhaupt einen Anlass? Ich habe das noch nie verstanden. Warum es die Idee hier überhaupt gibt. Was ist denn das hier überhaupt? Und da liegt schon wieder eine Person rum. Oh, da ist schon wieder so ein Pfandautomat. Da wollte doch bestimmt schon wieder eine Münze hier reinwerfen. Oh. Ganz viele. Toll. Okay, sind die weg. So wie wir es eben schon hatten. Und wohin dann wird jetzt? Hier glaube ich weniger. Ist alles zu hier. Aber das hier nicht. Oder sogar ein Bild. Was ist das jetzt hier? Du wirst nie dazu gehören. 563, okay. Aber hier noch ein Bild. Ich wurde schon als Teenager abhängig. Oh, hat schon früher Drogen genommen. Gut, dann werden wir nochmal... hat sich das schon vorher bewegt? Sieht aber geil aus, die Achterbahn. Ich will auch mit dieser Achterbahn fahren. Aber warum... Das war doch jetzt kein Zufall, dass ich dann auf einmal die Achterbahn... bewegt hat. Wir werden da gleich mal hingehen. Du bist für immer gebrochen. Alles klar. Ich sagen, gehen wir mal dahin. Ich werde jetzt passiert was. Was war das? Ja, das war so klar. Das war. Ich würde sagen, das ist das schlimmste Trauma. Das war, was ist das denn? Okay. Na gut. Mal jetzt hier immer noch irgendwo. Hallo, steht mich doch nicht durch die Gegend. Ja. Wir werden jetzt einfach nochmal hier weiter sammeln. You did what you had to do. Du tust, was du denkst zu tun? Oder so? Keine Ahnung. Mein Englisch ist ja, kennt ihr ja, ne? Haben wir ja schon oft genug erlebt. Du bist nicht alleine daran schuld. Das ist aufbauend. Und dann noch irgendwo Dosen. Alter, die gucken uns halt alle an, Mann. Ich glaube aber jetzt nicht, dass wir die alle umschießen müssen, oder? Ja, Schwachsinn. Was haben wir hier denn für einen? Ich. Konnte man das nicht irgendwie auch drehen? Ja, genau. Wieso ich? Ich. Ich begreif's nicht. Boah, Alter, ihr schreckt mich nicht so. Ich höre man die ganze Zeit immer nur Schüsse, ey. Das ist auch nicht gesund. Gucken wir nochmal. Schüsse und Schreie und... Das geht ihm wahrscheinlich durch den Kopf. Aber wie kommt das Ganze in Verbindung mit diesem Jahrmarkt hier? Das verstehe ich nicht. Nochmal reinschieben. Es gibt noch andere wie dich. Alles klar. Das ist interessant. Gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht passiert ja wieder was. Nö. Alter. Diesmal wohl nicht. Aber was müssen wir jetzt machen? Ach, das ist hier so ein... Hier Feuerwerk. Diese Explosion. Das gefällt ihm wohl gar nicht. Ich tue mal nochmal hier eine Dose nehmen. Aber was müssen wir jetzt hier machen? Das ist eine gute Frage. 653. Da war doch irgendwas mit diesem Code oder mit dieser Reihenfolge. 653. Stell dich deinem Gegner. 653. Was ist, wenn wir jetzt da wieder hingehen? Stell dich deinem Gegner. Warte mal, der Gegner... Der bin doch ich selbst, oder nicht? Warum? Rennt... Oh. Ich habe richtige Gänsehaut gerade.
Oh nein. Hier ist alles voll wieder mit Blut. Jetzt ist auch der Pfandautomat weg. Aber was ist jetzt? Sollen wir jetzt... Ist die Figur noch da? Weil ich würde jetzt mal sagen, der Gegner, wir sind wir selbst. Sind doch bestimmt wir selbst, oder nicht? Ui, juhu. Na gut. Was müssen wir jetzt machen? Überall Blut und Fleisch und Leichen. Das ist wirklich mit Abstand das schlimmste Trauma, das wir hier in diesem Spiel behandeln. Aber was passiert jetzt? Sollen wir jetzt wieder hier hingehen oder was? Weil es gab ja immer Sachen, wo dann was passiert ist, aber hier anscheinend nicht. Stan, was ist denn los? Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Ich krieg gerade derbe die Gänsehaut. Ihr glaubt das gar nicht. Das muss doch irgendwas mit uns zu tun haben. Ich. Mann. Was ist das für ein Geräusch? Und es regnet Blut. Das ist wirklich ein schlimmer Krieg, der... Und hier kommen wir noch nicht raus, ne? Natürlich nicht. Aber uns fehlt noch ein Foto, oder nicht? Ich glaube, ein Foto fehlt uns noch. Oh! Da haben wir's. Was steht da? Ich war ein Krieger. Ich wollte die Welt retten. Wie wir gesagt haben, Krieger, aber im Krieg. Ist alles logisch. Helikopter. Eindeutig, das ist ganz klar, das ist irgendwie so ein Veteran oder sowas. Okay. Da ist jetzt so eine Sandsäcke-Barriere. Und wir haben alle gefunden. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch sortieren. Das kann was werden, Alter. Ich bin auch schon ein Freund von... So, was haben wir denn hier? Meine Eltern haben mich nie verstanden. Man verlor die Übersicht, wenn man gerettet und wen man zerstört hat. Man hat sich nie gut und nie sicher gefühlt. Etwas stimmt mit mir nicht. Ich war nicht normal. Aber manchmal muss man, um etwas zu retten, etwas anderes zerstören. Selbstmitleid und Misstrauen sind mir nie von der Seite gewichen. Unerwartete Geschehnisse gaben ihnen Macht und eine Stimme. Ich seziere zum Spaß Insekten. Sie sangen nicht das Lied eines einzelnen Ereignisses. Es war das dumpfe Murmeln von Millionen geflüsterten Worten. Ich kann sie immer hören. Sie sagen mir, dass ich nie heimgehen kann. Es waren hasserfüllte, wütende Menschen. Ich wurde schon als Teenager abhängig. Ich war ein Krieger. Ich wollte die Welt retten. Und was soll das jetzt sein? Ach, ganz ehrlich, ich fange random irgendwas an. Wir waren ein Krieger. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Er war nicht normal. Also die müsste ich vielleicht tauschen. Und dann der dahin, das Ding dahin. Ne, das ist... Vielleicht doch. Nein. Sieht falsch aus. Und hasserfüllte, wütende Menschen. Vielleicht hierhin, das dahin. Wo war denn das mit, dass die sagten, dass man nicht nach Hause gehen? Selbstmitleid, das kommt dahin. Dass man nie nach Hause gehen. Heimgehen da. Und das hier vielleicht. Auch nicht. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Er wollte die Welt retten. Das ist wirklich total die dreckigen Fetzen. Ich verstehe hier gar nichts. Meine Eltern haben mich nicht verstanden. Das. Keine Ahnung. Dann halt nicht. Was könnte denn... Das hat damit nichts zu tun. Mit den Teenagern genauso wenig. Dass ich nie heimgehen würde. Ich war ein Krieger.
Ich war nicht. Oder meine Mama. Meine Eltern haben mich verstanden. Ich war nicht normal. Das hier. Und es waren wütende Menschen. Auch nicht. Was könnte das denn sein? Das ist wirklich jetzt eine gute Frage. Von hier schöne Sugami Macht und eine Stimme. Das weiß ich nicht, ob das da wirklich dazu passt. Das ist wieder so eine Sache. Das ist jetzt schwer zu sagen. Was könnte denn das Richtige sein? Was ist das hier? Dumpfe Murmeln von Millionen Geflüsterten. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Ich war ein Krieger, ich wollte die Welt retten. Das vielleicht nicht. Das kann nicht sein. Dann vielleicht, ich war nicht normal. So. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Man verlor die Übersicht, wenn man gerettet und wenn man zerstört hat. Das und das. Auch nicht. Was könnte das sein? Oh. Ach, die verschwinden. Falsche verschwinden wohl. Welches war denn das jetzt? Ich war nicht normal. Ja, da mich nie verstanden. Keine Übersicht. Wütende Menschen. Nee, das hier. Kommt dahin. Mann. Ich glaube, hier werde ich auch mal wieder ein bisschen schneiden. Ich weiß nämlich ernsthaft nicht. Ich mache jetzt aber ein bisschen was so zack, zack, zack. So. Vielleicht verschwindet dann nochmal eins. Wenn das jetzt zu lange dauert, werde ich das Ganze dann schneiden. Und dann sehen wir. Ja, dann sehen wir, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ergebnis haben.